bin jetzt auch schon lange in der Kampagne, 5 Jahre mindestens engagiert. Aber wir haben uns nie wirklich unterhalten, wie es denn eigentlich früher so war mit den Schwulen und den ganzen Bewegungen. Ja, gut, dass wir uns hier treffen, weil das ist ein Kiez, wo viel los war, auch schon in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert und auch heute wieder. In Schöneberg gab es nach dem Ersten Weltkrieg fast 150 Kneipen für Schwule und Lesben. Es war eine liberale Zeit und es gab viele Leute, die gekämpft haben für die Abschaffung von 175. Wie war das dann so, als die Nazi-Zeit angefangen hat? Der Paragraph 175 wurde verschärft. Also es wurde alles, was irgendwie was mit Gleichgeschlechtlichkeit zu tun hat, unter Strafe gestellt unter Männern. Blicke, Küsse, alles. Und das hieß natürlich, konnte es einfach denunziert werden. Wie war das denn in deiner Zeit, als du jung warst? Wo war da schwules Leben? Wo ist man denn hingegangen? Ja? Naja, ich komme ja aus Köln und ich bin aber Ende der 70er Jahre oft nach Berlin gefahren, weil hier, das war das schwule Mekka, und da gab es einen Laden, das andere Ufer. Ich zeig dir das jetzt am besten mal. Ja. Es ist ja früher anderes Ufer und hier war der erste Laden mit einem Fenster, mit einer Fensterscheibe, wo man von draußen reingucken konnte. Und das war halt eine Zeit, also sowohl des gesellschaftlichen Aufbruchs, aber auch sexuell. Das war unglaublich voller Lebenslust. Und hier in dem Café war es sehr gesittet und man traf sich so zur Anmahnung. Und man hatte aber 1000 Gelegenheiten, mit Männern Sex zu haben. Es gab noch keine Kondome. Ja. Es gab wirklich sexuelle Befreiung. Die ganze Gesellschaft war aber auch im Aufbruch. Und es war halt eine unglaublich selbstbewusste Zeit. Wie war denn das dann, als also diese Befreiung war und dann kam AIDS, diese große Krankheit, die ja wirklich viel bewegt hat dann auch. Wie war das für dich auch? Das war eine politische Herausforderung, auch persönlich eine große Herausforderung. Um die Ecke gibt es einen Ort, wo man das nachvollziehen kann, einen Friedhof. Und da gehen wir jetzt mal zusammen hin, zeige ich dir mal. Ja? Wir sind ja jetzt hier auf dem alten Matthäusfriedhof in Schöneberg. Bevor das nicht klar war, dass es ein Virus ist, waren alle total aufgeregt. Es gab Schwule, die haben gesagt, oh, wir haben zu viel rumgevögelt oder so. Und dann kam das Virus und es war klar, das ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Und dann ging das los, Kondomgebrauch einüben, Safer-Sex-Partys wurden angeboten. Und das Zweite war halt, sich zu kümmern, alle, die krank waren, sich mit denen, dass die nicht alleine waren, sich darum zu kümmern, dass jemand da war, der die besuchte. Das war eine unglaubliche, schwierige Zeit, weil wir alle nicht wussten, wo geht das überhaupt hin. Dieses Grab ist halt wichtig, weil so viele an AIDS gestorben sind. Deshalb auch die Erinnerungsplakette unten von Positiv hilft. Und auch heute ist das natürlich noch ein wichtiger Punkt, weil jetzt, wo sich AIDS so gewandelt hat, ist es natürlich gerät immer mehr in Vergessenheit, wie viele Freunde wir wirklich verloren haben, also wie viele Risse im Netz sind. Und immer wichtig, sich darauf zu besinnen. Viele von uns mussten vor der Zeit ihr Leben lassen. Es gab viel Trauer auch damals. Warum sind wir denn hier vom Kino International jetzt? Ja, das ist ein ganz besonderes Kino, ist ja Ostberlin sozusagen. Und da war am 9. November damals, als die Mauer zusammenbrach, ist hier der erste offen schwule Film, der in der DDR produziert worden ist, hatte hier Premiere. Coming Out von Heiner Caro. Und das war halt vorher in der DDR in Filmen nicht thematisiert, sondern das war für die Schwulen ein ganz bestimmt ein wichtiger Film. Und kam genau auf den Punkt, wo sie plötzlich so investen konnten. Der Titel vom Film ist natürlich auch wichtig, weil das ist ein Titel, der genau das beschreibt, worum es geht. Wann werde ich mit meinem Leben öffentlich und in welchen Situationen? Coming Out ist ja auch heute noch erstens ein lebenslanger Prozess. Das ist längst noch nicht so gesellschaftlich, dass man sagt, ach, ich bin schwul und das ist so. Vielen Dank für deine Zeit, für die schöne Zeitreise auch, die wir gemacht haben. Danke.